einer der seltensten Vögel der Welt. Der Waldrapp. Vor 400 Jahren wurde er in Mitteleuropa ausgerottet. Mit Hilfe eines europäischen Live-Projektes soll er jetzt zurückkehren. Das Waldrapp-Team hat Methoden gefunden, ihn als Zugvogel wieder anzusiedeln. Waldrapp-Küken aus Zoos werden von menschlichen Ersatzeltern aufgezogen und an ein Ultraleichtflugzeug gewöhnt. Den darin sitzenden Ersatzeltern folgen sie im Herbst ins Wintergebiet in der Toskana. Als geschlechtsreife Vögel kehren sie später selbstständig an ihren Aufzuchtort im nördlichen Alpenvorland zurück, um dort zu brüten. Sie sind die Gründer einer neuen ziehenden Waldrapp-Population. Im Spätsommer folgt der Nachwuchs den bereits zugerfahrenen Waldrappen in den Süden. Ganz ohne menschliche Hilfe. Das Projekt zeigt Erfolge. Immer mehr Waldrappe ziehen selbstständig zwischen Brut- und Wintergebiet hin und her. Die Aufenthaltsorte der freifliegenden Vögel sind bekannt. Jedes Tier trägt einen GPS-Sender am Rücken, der regelmäßig die aktuellen Positionsdaten übermittelt. Jeder Vogel wird während des Zugs genau überwacht. So war es möglich, einen Wilderer zu überführen, der zwei Waldrappe abgeschossen hatte. Mithilfe der speziell entwickelten App Animal Tracker können Interessierte die aktuellen Positionen der Waldrappe abrufen und so ihre Flüge nachverfolgen. Die App hilft auch beim Auffinden und Beobachten der Vögel vor Ort. Die wenig scheuen und völlig harmlosen Kulturfolger ernähren sich hauptsächlich von Würmern und Insektenlarven. Es liegt an uns allen, dem Waldrapp in Europa eine zweite Chance zu geben.